Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online hier in Santos. Lasergurk ist auch schon am Start und während ich hier aufnehme, ja, sitze ich hier auch gerade in Los Angeles, was ja genauso aussieht. Ich habe schon so viele Spots hier gesehen, die einfach komplett 1:1 ins Spiel übertragen wurden. Und mit dabei sind in Deutschland der gute Benny, der Hallöchen. Dennis und der Currywurst. Hallo. Hallöchen, liebe Freunde. Ja, ist schon komisch, mit dir zu quatschen, wenn du gerade in Los Angeles bist. Ja, ist lustig, ne? Ja. Das ist unsere erste Session in GTA und es funktioniert super. Man kann echt nicht meckern. Und es ist natürlich echt cool, hier auch mit der neuen Karre rumzudüsen, ne? Ja, verdammt geil sieht die aus, muss man schon sagen. Sehr an die Zukunft angelehnt oder an so Science-Fiction-Filme. Pegassi Centorno heißt das gute Stück und ich finde den von hinten sieht der echt krass aus. Den LEDs da. Erinnert mich so ein bisschen an die neue Corvette. Weiß ich leider nicht, wie sie aussieht. Ja, vielleicht hat die schon mehr gesehen. Hast du Bedürfnis oder was? Der Wagen ist rot. Rot sieht mich an. Ja, ich habe auch ein neues Auto, frisch aus dem Glamour-Update. Sag mal. Ja. Oh. Voll aufgetunt. Frisch aus dem Glamour-Update. Ja, ich kann dein Auto ein bisschen waschen, komm her. Ja, warum nicht? Und es ist eben aufgefallen, ihr habt vielleicht gesehen, hier ist eine richtige Pfützenbildung eben gewesen, als es so stark geregnet hat. Ich glaube, das ist auch neu. Ja, sah was cooler aus, der Regen. Ne? Auf jeden Fall. Also jetzt ist es wieder normal halbwegs. Ja, jetzt ist nicht mehr so nass die Straße. Nee, jetzt ist nicht mehr so nass, jetzt wird es wieder sonnig. Und man muss ja sagen dazu, ey, in L.A. regnet es wirklich kaum. Deswegen fällt einem das vielleicht auch gar nicht auf, wenn es schon so lange war und wir sagen jetzt alle so, oh, voll geil. Ja, was machen wir denn heute? Eigentlich wollten wir auch zum neuen Apartment fahren, das zeigen. Das haben wir uns mittlerweile auch organisiert. Was wollt ihr zeigen? Das neue Apartment. Apartment, okay. Das neue Apartment. Wo müssen wir denn hin? Kannst du mir das mal markieren? Eine fette Hausparty. Hast du es gekauft? Ja, ich weiß aber nicht, wo das ist. Dann musst du auf deine Karte gucken. Hast du das nicht zu deinem Heimatort gemacht? Doch, ja. Du kannst zwei Apartments jetzt kaufen, mehrere Apartments. Du wohnst wahrscheinlich jetzt da, wo wir auch wohnen. Eclipse Towers? Kann sein, ja. Also ich bin ja jetzt hier bei meinem normalen Apartment. Ah, warte mal. Dann ist es da oben das, alles klar. Rockford Hills. Nee, das ist. Also da wohne ich auch. Das müsste das sein. Ja. Ah gut. Und da habe ich jetzt ein Apartment. Weh, das sieht nicht anders aus, ey. Doch. Das ist jetzt Teil des Glamour-Updates. Da, ich habe jetzt die Karre von Lasergurk geklaut. Der will dich da gleich rauswerfen, 100%ig. Ja, der Lasergurk hat den auch. So, ja, das ist der neue Flitzer auf jeden Fall hier. Und der hat 750.000 Tacken kostet das Ding. Huiuiui. Muss man sich auch erstmal spielen. Wir haben es natürlich hochgecheatet. Gecheatet? Nein, wir haben doch YouTube Money haben wir hochgecheatet. Was hast du gesagt, Alter? Ich hab gesagt, wir haben ja immer welche, so Chinesen, die für uns das alles hochspielen. Man muss ja auch gerade mal erwähnen, ganz kurz, dass der liebe Tobi nicht am Start ist heute. Oh, Tobi! Randy war mitten Tobi, der hat heute leider keine Zeit. Ist schon krass eigentlich. Ich habe schon sehr lange mit dem Tobi kein GTA Online mehr aufgenommen. Immer bin ich verhindert oder er. Das ist kurios. Boah, der Wagen ist top, oder? Top oder mega, auch? Ey. Ich würde ihn auch gerne mal fahren, ne? Und der ist noch nicht getunt. Ich klaue ihn dir gleich. Mal ja. Verschrotte ihn nur nicht. Ja, dann wird der ja neu gebaut. Dann würde ich ihn nicht dem Benny geben. Der Benny, der zerschrottet. Ja, das sagt der Richtige. Jetzt habe ich auch zwei Garagen, das ist ganz nett, das heißt, ich kann mehr Autos kaufen. Boah, ich Hammer sieht eine das lustige aus. Idee für, oh, die eine Garage lustige ist auch Idee, geil. Für GTA Online. Und zwar sagst du uns, wo wir hinfahren sollen mit den Autos, so Hotspots von Los Angeles, die es hier auch gibt. Und du wirst irgendwann mal diese Hotspots zeigen, in Form eines Bildes. Ja. Genau, da haben wir ja drüber gesprochen. Hallo, die Idee kam mir gerade voll krass in den Sinn. Ja, das hat nämlich ein Zuschauer schon gemacht. Ich hatte ja auf Facebook, ich poste ja mal auf Facebook Bilder hier von meiner Reise durch Los Angeles. Die meisten wissen ja, ich befinde mich aktuell in Los Angeles eine längere Zeit. Und jetzt hängt mein Charakter hier so komisch auf. Komisch, dass er jetzt nicht mit dir reingeht, sondern sich nochmal den Aufzug holt, weißt du? Ja, so ist GTA. Also, Ding dong. Wie auch immer. Und dann hat ein Zuschauer, ich habe jetzt den Namen leider nicht auf Lager, fand ich ziemlich cool, ich war im Beverly Center, habe ein Foto gemacht vor 2 Wochen oder so und ein Zuschauer hat das dann nachgestellt in GTA, wie ich da stehe und so, das war ziemlich lustig.
So, das schicke ist das neue Bude, ey. Ach, das sieht nice aus. Ja. Bitte öffnen Sie die Türe. Nee, du darfst es nicht sehen. Oh, ich nehme erstmal den grünen Saft, der ist am besten. Oh, ich bin in deiner Garage. Ach krass, das geht jetzt viel schneller. Der Lasergurke ist in deiner Garage, ich will nichts sagen, aber... Ja, in den Lasergurke habe ich da eingeladen, gerade. Kann ja mitkommen. So. Boah, schöne Aussicht. Hier auf Hollywood. Oh. Oder? Ja, ja und Hollywood, Hollywood sagt, ne? Winewood. Winewood. Nee, also, ne? Das ist natürlich zusammen. Wir waren ja gerade beim Thema hier, dass das so ähnlich aussieht. Ja, ja und also das muss ich ja sagen, ich bin ja in West Hollywood gerade, direkt um die Ecke quasi hier. Geht der Walle eine diese Hollywood-Anlage? Genau diese Berge kann ich theoretisch sehen sogar. Aber das ist eine flotte Hütte hier gekauft. Alter, ist super nice. Guck mal hier. Oh, oh du hast ein paar goldene Schallplatten am Start. Von wem denn? Ja, sehr, sehr hübsch die Wohnung. Bringt dir erstmal was. Begehbarer Kleiderschrank auch hier. Sau cool. Oh, guck mal hier, der Sarazar. Da nehme ich gerade auf im begehbaren Kleiderschrank. Boah, die Hütte ist aber echt krass. Ja. Die Aussicht, ne? Ja, das wäre schon eine nette Wohnung, ne? Ja. Lasergurke. So, hier nochmal einen grünen Saft reinkippen. Muss ja immer sein. Komm, hier ist auch mal leckeren Wein. Schönes Schlafzimmer auch, echt. Ja, und schöner Arbeitsplatz. Fein, fein, ey. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, Curry. Alter, nee, alles cool. Weißt du, wie ich aussehe? Wie der Sänger von Woodkid. Ziemlich coole Benjamin. Musik, Woodkid. Benjamin. Benjamin! Benjamin! Oh, der Benjamin hat keine Hose an. Alter, die Hütte ist der Hammer. So, hier haben wir das wunderschöne Wohnzimmer. Aber das Krasse ist ja, The Mansion, wo ich ja jetzt hier drin wohne, das ist so eine krasse Hütte, wo ich eingeladen wurde. Die kann da mithalten. Das ist das Heftige. Ich finde aber, hier sieht alles so kantig aus. Weißt du, was ich meine? Ja, ist ziemlich eckig, ne? Sehr modern gehalten. Aber ist nicht schlecht. Wo geht's denn hier hin? Hier ist... 500.000 kostet das Apartment übrigens, für alle, die sich das Apartment hier gerne mal erwerben möchten. Genau, leider der Wagen kostet auch 750.000. Wir haben extra jetzt hier zusammengelegt. Oh, du hast keinen Spiegel an der Decke, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. So, weiter. Ich hole gerade auch nochmal die andere Karre. Badezimmer ist immer zweite können. Sahne. Gehen wir nochmal erstmal beim Sarazar schön duschen. Ja, gehen wir noch runter duschen. Oh, guck mal hier. So, hier gibt es nämlich auch noch den anderen Teil des Glamour Updates. Gibt es noch voll viele. Teil des Business Updates, der ist auch ganz nice gewesen. Der Huntley, dem, zeigen wir den Massacro. Der natürlich voll an den Maserati angelehnt ist. Boah, der sieht auch nice aus. Hast du denn noch Platz an der welcher Garage? Farbe sollen wir den denn holen? Ja, ich habe jetzt eine zweite Garage noch. Pink. Einfach mal ein Blau. Pink. Okay, weil du es bist. Können den ja umfahren. Schade, ich kann deinen Wagen jetzt gar nicht nehmen. Du musst den mal rausfahren. Sehe ich nicht. Ja, ich will mal Betty mitfahren. Ja, klar. Wir haben ja hier alle, ja, der Heideltraut wieder, der Heideltraut. Ich würde gerne noch ein bisschen shoppen gehen. Also, wie gesagt, das ist natürlich verspätet jetzt, weil wir ein bisschen vorproduziert haben. Deswegen zeigen wir das jetzt erst was später, dieses Glamour-Update. Aber wir wollen euch nicht, natürlich nicht vorenthalten, was da so alles an neuen Inhalten da sind. Darum geht's heute so ein bisschen ums Glamour-Update, ums neue Apartment. Ja, und bald kommen ja auch die Heiß-Missionen endlich, das wird richtig heiß. Die sollen in den nächsten Tagen kommen. Ich freue mich da sehr drauf. Okay, ich bin raus. Ihr müsst einmal rausgehen aus dem Auto, dann könnt ihr das fahren. Dann stelle ich euch das gerne zur Verfügung. Juhu! Können dann hier ein bisschen in den Hills rumdüsen, in den Winewood Hills. So, dann steige ich jetzt aus und hole direkt im selben Zug das pinke Auto für den Heideltraut. Oh ja. Das sieht super aus. Oh, hier ist der geile Wagen. Boah. Ach so, das andere Auto. Ganz kurz eine kleine Runde mit dem Benny. Kriegt er gleich, Curry kann gleich hier mitfahren. Ja, ja, Benny, kein Problem. Wie geht's so? Ja, super. Ja, gefällt dir der Wagen? Ja, schön luftig. Gib mal richtig Gas. Mal wie viel PS der hat. Aber kannst du nicht so viel Gas geben. Den kann man auch noch tunen. Weil wenn ich den nämlich ein bisschen zerschrotte, reißt der Sarazar mir den wunderschönen Kopf ab.
Ja, ja. Such mal eine Rampe. Ja. In Wynnewood Hill ist es schon sehr. Ah, der Benny, der kleine Schlingel, ey. Hier. Da. Okay, warte mal. Haben wir einen? Muss mal gucken. Passt er da rein? Oh, nee, passen wir ja, dann nicht. Dann kommen durch. Wir auch. Cool. Ach, krass. Kann ich das jetzt über die. Oh, nee. Gott. Da wird schon der Lack verkratzt. Uiuiuiuiui. Warte mal. Damit müssen wir zum Todestor fahren. Wie lange dauert das denn bitte, bis so eine Karre hier in der Garage auftaucht? Benny! Euer Motorrad kann ich euch irgendwann nochmal. Oh, ja, das Motorrad Mist. Soll aber nicht so geil sein. Jetzt bin ich da gerade wieder in den Laden gelatscht, wisst ihr? Guck was, Benny, geht sofort weiter. Curry, wo ist das, das Tor? Das Todestor, warte, das, Jetzt muss ich nochmal raus und dann zeige ich euch mal den Massacro. Warte, ich such das gerade selber. Bist aber hier. Ja, ich hab's. Bist du beim Lasergurke drin? Ja. Okay, fahren wir vor. Kennst du das Todestor, Benny? Ja, ich hab das schon mal in einem Video gesehen. Okay. Hier, die anderen Jungs von Today Massive haben das mal gemacht mit dem Curry, ja, mit der Pandora. Genau, wir haben das auch schon gemacht mit dem Tobi. Alter, mit dem Tobi. Hä? Ich will das auch sehen, ich will das auch sehen. Sarah, du hast uns jetzt nicht ernsthaft aus deinem Auto geschmissen, oder? Hä? Ja, das ist, weil du nicht zwei Autos gleichzeitig raushaben kannst. Hä? Was? Ach so. Egal, Ben, wir brauchen den Wagen nicht. Wir nehmen den hier. Komm, ist egal, scheiß drauf. Komm hier. Komm zu euch, ich habe auch einen schönen anderen. Dann hol uns mal ab, mich und den Benny. Wie viel passen da rein? Leider nur zwei. Oh. Ein Sportler. Was ist mit dem? Der pinke Sportler, der ist auch super krass. Boah, Alter. Ey, ja. Entschuldigung, Benny. Ich stell mal hin. Wo müssen wir hin? Zum Curry. Sind die hier hoch? Ey, ja. Was für eine Schlange. Boah, was geht denn hier? Warte mal. Ah, ne, da steht Walles Auto. Okay, ne, lieber nicht. Nimm mich ab. Ich die Granate schmeiß. Ach, fuck. Ich hab schon eine Beule reingemacht. Ja, guck mal lieber nicht das weiße Auto an. Der Benny ist wieder letzte Schweinehund gefahren. Ja. Ey, ihr könnt genau. Auch. Ich will über eine Rampe springen, wo sie kommen. Ja, kommt zu uns. Und finde ich euch doch nie. Und guck auf die Karte. Ja, aber die verschwindet ja die ganze Zeit weiter. Guck da, wo der Curry ist. Der ist schon, glaube ich, da, ne, Curry? Ja, ich bin da. Der Lasergurke weiß auch sofort, was wir machen. Da mal Platz. Ja, der sieht also, im Pink echt scheiße aus, der Wagen. Sag mal, sehen die Polizeiwagen in Los Angeles genauso aus wie hier? Sorry. Du hast ja so viel LA? Mit der Polizei immer zu tun, weil er ja, so viel Krawalle macht. Ja, die sehen so aus, genauso aus. Auch Benny. Aber war da ein cooler Move, muss ich schon sagen. Hast du die Kurve noch gekriegt? Ach Mann, diese Bullen. Können wir uns nicht freikaufen? Schön, guck beim Lester, aber. Hier? Ja, hier rein. Curry, stell dich schon mal ans Tor. Curry, stell dich ans Tor. Der Lasergurke steht da schon, der Lasergurke. Okay, jetzt einfach reinfahren. Benny, da rein! Ins Tor! Ah, scheiße. Du musst gegen den, ganz langsam gegen den Lasergurke fahren. Gegen den Lasergurke. Oh, da fliegen wir noch, aber sind tot. Alter, ich fliege immer noch. Ey, bist du tot, Benny? Ja, ich bin tot. Ich bin in diesem Konzertstadion gelandet. Was muss ich hier machen? Warte, wir kommen wieder zurück. Gegen das Tor fahren, wo der Lasergurke steht. Alter. Was war das Benny? Denn, ey? Wer kommt da? Ein Auto. Ja, tut sich nichts. Gegen das Tor fahren passiert bei mir gar nichts. Geht der Lasergurke da? Geht da jemand? Da muss ja mich jemand stehen. Oh, der ist aber auch cool, Curry. Ja, der ist von der Lasergurke. Der schwarze, ne? Ja. Curry, kannst du mich mal kurz abholen? Ist das der gleiche wie eben, nur getuned? Ja, ist ja. Von Walle. Ja, ne? Mach mal Platz hier. Oh, jetzt hab ich wen nochmal, tot. Nochmal! Curry, kannst du mich mal einen abholen? Alter, ich hab den Lasergurke umgebracht. Ja, du darfst da nicht so hart gegen fahren. Bisschen Lama gegen. Oh, das sieht so schön aus. Warte, der muss sich wieder ranstellen. Der muss sich dagegen lehnen. Ich muss sagen, obwohl GTA schon ein bisschen älter ist jetzt, ne? Zeig das mal gerade hier. Und so, sieht das echt nice aus. Als geht's nicht, ne? Ah, doch. Alter. Nee, der fällt. Das geht nur manchmal. War übelst geleckt. Fällt immer runter. Boah! Was war das denn, Alter? Oh, der schöne da war voll der mega leggy KI-Wagen. Alter, die Einschusslöcher sind aber auch ja, ein bisschen... Ja, oh, schade.
Ja. Jetzt! Was war das wieder für ein Bug, ey? Oh nein, jetzt musst du wieder 9000 bezahlen. Ja, ein bisschen so in die... Du musst in die Mitte fahren. Nein. Da bist du das beste Fahrzeug dafür. Glaub mal. Wimmel doch. Das haben die natürlich mein Auto beschlagen haben, bestimmt, oder? Pass auf, Curry, stehst du am Tor? Zeig dir die beste Karre. Ich bin gerade voll weggeflogen. Warte kurz. Lass mich mal mit einsteigen eben. Sehe mein Fahrzeug. Ah, vom Laser gucke. Oh, der ist doch auch nice, den Wagen, den du hast. Der Pinke. Ja, das ist der Pinke. Hier, spring rein, Heidi. Ja, ich fahre hier mit dem hier rum. Okay, dann komme ich mit. Soll mal jemand sich ans Tor stellen? Oh, sorry, Alter. Wir sind unterwegs. Dann sag jetzt, haben wir mal fliegen. Ja, Glamorous, der Song passt ja auch. Ja. Will einmal fliegen, bitte. Einmal fliegen. Wir müssen eine Runde drehen, bis der Curry kommt. Ey, und das ist doch grafisch aufgebessert auch. Ich habe das dumpfe Gefühl, das sieht besser aus als vorher. Ja, die Kantenglättung, ne? Die müssten noch her, dann wäre es super. Hey, Curry, bist du da? Ja. Hey, pass auf, ich schiebe jetzt den Bullenwagen mal da rein. Alter, hier geht gar nichts mehr. Ja, wir müssen erst, muss einer die Autos wegschieben. Ja, ja, kann einer die Autos wegfahren? Ich da, was ist denn das? Passiert? Da hängt ein Auto oben drauf. Ja. Auf dem Dach. Was ist das denn? Wie kommt der denn da hin? Wer ist das? So ein Spieler gewesen. Ja, los, fahrt gegen. Curry ist tot. Ja, oh, ja. Warte, warte. Das ist auch so ein Bug, was? Alter. Tot. Auch die Bullen wieder, ey. Ihr seid doch echt Spasten. Egal. Wir machen das nochmal. Ja, wir zeigen das mit dem Todestor. Jetzt fahren sie weg, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja, weil ich wieder der Staatsfeind Nummer 1 war. Und diese Hippie-Busse von VW früher, die fand ich eigentlich richtig geil immer. Ja, die sind echt super. Chillig. Boah, das sieht so sau nice hier aus. Echt gemütlich. So, ich komme jetzt, Leute. Ich bin da. Bin am Tor. Aber die hauen einfach nicht ab. Doch. Oh Mann. Fahren auch noch gegen eine Laterne. Komm, steig ein, Benny. Steig ein, Curry. Steigt alle ein. Wir fliegen. Tot. Sofort tot. Ich wollte nur einsteigen. Ich glaube, wir müssen die mal erledigen. Das sah geil aus. Wo bist du, Walle? Bist du im Wagen? Nee, nee. Aber ich stand daneben. Okay, ihr müsst alle einsteigen. Nein. Warte mal, hab ich nicht nur Granaten oder sowas? Ich hab welche. Komm erstmal einfach dahin. Oh. Was war das denn? Ich weiß nicht. Der Polizeiwagen glitscht ja im Tor rum. Komm rein. Guck mal, wie er Deckung hier sucht. Der ist ja gut, du musst dich nicht. Ah, fuck, Alter, die Bullen, ne? Oh, vor allem hatte ich nicht mal Bullen am Arsch. Eine Unverschämtheit. Ich habe irgendwie gar keine Sterne angezeigt bekommen. Oh, hi. Hallo. Ah, hallo. Da ist wieder wohl die 3, okay. Ja, Walle, wie findest du denn Watch Dogs? Super. Ja? Ja. Was findest du denn da so toll dran? Dass ich hacken kann. Oh, jo. Ich bin der größte Hacker der Welt. Oh, jo. Aber es ist ein sehr moralisches... Da gibt es manchmal so moralische Szenen, Alter. Da sind manche zum Beispiel, die spenden ihr Blut und so weiter und du kannst dann deren Bankkonto stehlen, wenn du willst. Aber nee, also hab ich nicht gemacht. Also was machst du ja auch, ne? Ja, du weißt ja doch, von morgens bis abends. Ja, fahr das mit dem Krankenwagen ins Tor, Alter. Ich fahr mit dem Krankenwagen in das Tor rein. Das ist doch krank, Alter. Ja, das ist richtig psychomäßig. Ich komm mit. Steig da ein, junger Mann. Steig da ein. Jetzt steht keiner am Tor. Moin. Schade. Jetzt. Boah. So geht das. Oh. Warte, ich bin gerade umgefallen. Ich glaube, das eine Auto da muss noch weg. Was ist denn hier los? Boah. Ging das schnell. Kommt da an. Hat jemand keine... Curry, du hast doch bestimmt eine Haftbombe oder eine Granate oder sowas. Warte, nee, ich habe nicht mehr. Warte mal. Komm mal da auf. Warte. Warte. Ich fahr dich dahin. Jetzt, du musst nur das vordere Auto hier wegspringen. Boah. Das reicht schon. Oh!
Aber der Eingang muss frei. Curry, fahr mal die Wagen noch weg. Bringt alles in die Luft. Boah. Ja, so reicht schon. Obwohl, nee, warte hier, das muss auch noch. Warte, ich fahr jetzt mit volle Karacho gegen die Karre. Ja, das reicht. Okay, boah, da kommen wieder die Bullen, ey. Einer ans Tor stellen. Tom, musst du, warte. Nee, das ist noch nicht richtig. Der lehnt sich da nicht gegen gerade. Vorsicht, fahr. Warte, wir müssen das von innen machen. Von innen? Hm? Oh, da kommt der Heli. So, pass auf. Achtung, Explosion! Fahrt schnell da weg! Alter! Ne, das andere Tor ist auch bei mir, Curry, deswegen geht's nicht. Okay. Boah, überfahrt mich! Nein! Ah, guck mal! Die Alchemisten hat sich von Kopfgeld von. So ist das, Benjamin! So ist das! Wolltest du dir die 7000 schnappen? Nein, ich wollte nur Benny. Mal Platz machen. Benjamin. Du kleiner Elefant. Und jetzt habe ich 3 Sterne, obwohl ich gestorben bin. Komm mal hier nicht rüber. Ja, manchmal ist das auch sehr kurios. Ich habe die Vermutung, es liegt tatsächlich daran, weil du in L.A. bist, dass es ein bisschen rumleckt und das Spiel das nicht rafft. Okay, Curry, stell dich mal schnell ins Tor. Ja, warte. Warte, jetzt komm rein. Jetzt komm rein, Heidi. Ja, komm, schnell, jetzt geht's. Jetzt komm, jetzt, Alter, also, jetzt. Die wollen das Auto brennen. Komm, schnell. Komm, schnell. Egal, komm rein. Wir boah, ziehen's Alter, durch, wir komm rein. Nee. Komm rein. Jawohl, ja, komm, fahr los. Zieh durch. Nein! Alter. Die scheiß Bullen, ey. Nein! Das kannst du nicht schaffen, wenn die Polizei da ist. Ja, wer ist denn da, wer hat denn da die ganze Zeit die Bullen? Es muss doch theoretisch nur eine. Ich hatte auch keine. Curry, versuch du das mal mit dem Fliegen, dann stelle ich mich mal ans Tor einfach, oder? Ja. Dann nimm den Sarazar und den Benny mal mit und mach mal eine schöne Rundreise. Über das wunderschöne Los Santos. Francis hier. Francis? Buff, so, Buff. Neuer Versuch. Francis? Francis? Francis 4! Warte. Ich steh am Tor hier. Warte, ich komm rein. Was Benny, ist das Auto? Benny, hast du irgendwas, um mal hier wegzuspringen? Ich hab was. Okay, mach mal das Tor hier frei. Oh Gott. Okay, Achtung, einmal weggehen, Kinder. Benny, geh da weg, lieber. Boah, jawohl, oh okay, Mann. Jetzt ist frei. Ich hab Selbstmord begangen? Was? Alter! Oh. Seid doch bescheiden. Hä, irgendwas stimmt hier doch nicht. Wurde umgerissen vom Krankenwagen. Mein Geisteszustand-Level ist jetzt auf der Karte. Ja, es ist neu in GTA, also jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, aber es ist neu für euch, wahrscheinlich nicht mehr, aber es ist neu für uns gerade, wo wir hier aufnehmen. Alter, mit dem Helikopter mal durch ein Tor fliegen, ist auch geil. Oh Gott. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ich hab's ja aufgenommen. Scheiße. Ich bin jetzt geschnetzeltes, ey. Ich wollte nur in den scheiß Heli einsteigen. Komische Dinge passieren. Das ist mit Abstand die kurioseste Folge überhaupt. So, Curry, stell dich mal schnell ans Dings. Ich versuche mal mit dem Heli daran zu fliegen. Okay, Benny, mach du mal. Ich bin gerade nicht da. Schau dich mal ab. Nein, Laser, gucke nicht. Auch ich wollte doch mit dem Helikopter da reinfliegen. Oh. Ja, das Todestor. Jawohl, meine Sterne sind weg. Okay, wir müssen es jetzt versuchen, Jungs. Ich meine, es hat ja schon mal geklappt, aber noch nicht so richtig geil. Ja, ich habe das mit dem Tobi mal hingekriegt. Steht jemand aber am Tor? Du darfst da keine Polizei haben. Warte, Benny, warte. Ich komm auch jetzt. Steht jemand am Tor? Ich komm dahin, ja, warte. Lass jetzt noch nicht mit Polizei und sowas Action anfangen. Ich habe keine Sterne. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe 2 Sterne. Ja, super, dann lass dich umbringen. Ganz ehrlich. Weil sonst, nicht, dann steh dich auch nicht vors Tor, Benny. Und den das Wagen noch geklaut und da stehen gelassen. Och, Alter, du bist doch ein Spasti. Hast du keine Sterne, Curry, obwohl du im Polizeiwagen geklaut hast? Keine. Wer hat auf mich geschossen? Das war eventuell ich. Danke, Benny, für die 300.
Was? 300? So, ich stell mich ans Tor, ich stell mich ans Tor, warte, die. Ja, ich muss mal das Auto wegschieben hier. Nee, ich mach das, ich mach das. Ja, das nee, da seid ihr. Nicht, dass du da jetzt einsteigst und Sterne kriegst. Achso, dann schieb mal den hier weg. Der in der Einfahrt steht, der muss weg. Ich kann das Tor auch gar nicht zu. Ach doch, jetzt. Lass mal die Cops vorbei. Tschüss. Was ist jetzt schon wieder? So. Warum habe ich sofort einen Stern, nur weil ich hier langlaufe? Was ist los mit diesem Spiel? Mögen die so, mein Gesicht nicht oder was? Warte. Oh nein, jetzt müssen wir uns beeilen, weil ihr Laser guckt. Das geht nicht, weil das Tor geht immer wieder auf. Ihr müsst einmal eine Runde drehen. Nee, das Tor ist zu. Das ist zu. Bei mir ist es auf. Stell dich mal kann dahin. Ich mal einfach dahin stellen? Alter, was macht der denn? Ja. An die weiße Säule. Der Laser Goku versucht es mit dem Helikopter. Wir hatten da wieder Sterne, Laser Goku. Jetzt hat mich ein Polizeiwagen umgefahren. Die Polizei, jetzt fährt mich einen anderen Passant um. Was ist hier los? Das ist die LA Edition heute hier. Hier drehen sie alle ab. Alter, mit den Cops und das Auto von Benny, was da steht und alles blockiert. Da, ich stehe am Tor, versucht's mal. Ja, du bist jetzt vielleicht. Du stehst an der Wand, du musst an die Säule ran. Wie warte? So? Ja. Boah! Boah. Ja, Mann! Es läuft doch! Benni, mach mal mit dem Krankenwagen, Benni. Ja, hier ist geil, wieder alles voll. Ja, Mann! Hammer! Boah! Oh, der war top. So, wir kommen doch mal wieder zurück. Ich glaube, Heidetrau. Du willst aber mal das nochmal probieren, liebe Freunde. In der nächsten Episode von Let's Play GTA Online. Dann sehen wir uns wieder und machen noch ein paar Sprünge und ein paar Stunts und so weiter und so fort. Und gehen dann vielleicht nochmal shoppen. Denn ich glaube, das Glamour-Update hat ja noch ein paar Klamotten parat, ne? Ja. Wie geil hängt ich bin dafür hier? Aber, dass wir in der nächsten Folge erstmal mit dem Panzer versuchen oder mit dem Helikopter. Boah, das wäre geil. Das Höllentor mit dem Panzer. Das finde ich super. Wir sehen uns machen wieder. Wir. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Heiliger Bimbam, haben wir auf jeden Fall richtig viel ausgecheckt. Neue Karre mit dem Glamour-Update, neues Apartment, Höll-Tour-Jump und das war doch eine super Folge. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode, wenn du magst. Ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao.